Und damit hallo und herzlich willkommen zurück hier live aus dem Waschsalon aus Dresden Mitte oder so. Ne? Jo, das ist leer, haben wir gerade reingeguckt. Wir müssen einen Schlafplatz finden. Klappt nie doch ganz mit 2 Episoden pro Folge. Manche sind halt länger, manche sind kürzer. Gelle. So, wir gucken nochmal, wo können wir hier was gucken? Nee. Ich will aber auch nicht klauen, ich bin kein Klauschwein, wa? Sag ich mal so. Alles leer, alles leer. Ach, scheiße. Wir können doch nicht klauen. Können wir den aufwecken? Güne, kannst du mal Klamotte geben? Für obdachlose Android. Ohne Kindle. Nehmen wir mal, wir klauen nicht. Oh. Haben wir da was zum Lesen? Ohne Bienen in die, was? In die Katastrophe. Hm? Sicher, Experten warnen, Androiden können gehackt werden. Weniger als 5% Mitglieder der auf Dating-Webseiten weiblich. Was? Musikmeeting. 10 Wege, ihrem Mann zu gefallen und ihn zu erhalten. Was? Live-Konzert erlebt. Ein Comeback. Okay, ist das ein Programmierer? Für die jüngere Generation war es völlig normal, Konzerte in VR zu erleben. Und wer würde nicht ein VR-Headset aufsetzen und wollte die Show vom besten Platz des Hauses erleben. Es ist eine günstige, sichere und unproblematische Lösung, die Lieblingsband zu erleben, aber die Live-Musik steht ein die Revolution bevor. Nina und was? Kosuke Musik hat eine Kampagne gestartet, um altmodischen Konzerten mit Live-Publikum und Stars im Fleisch und Blut ein Comeback zu ermöglichen. Chuck Norris, was? Chuck Morrison, Sprecher von mir, erklärt, die Kultur der Live-Konzerte ist ein Ding der Vergangenheit, das wir zurückbringen möchten. Echte Musik halt in der, Seele nach, inmitten von Leuten, die dasselbe erleben wie du. Ja, klingt doch geil. Break the Wall wird eine der ersten Bands auf der Bühne sein, vor einem Live-Publikum aufzutreten und sofort eine Reaktion zu erhalten. Wird total abgefahren, das ist es, wofür wir Musik machen, sagt der Leadsänger Bad Russ. Der Hype, der Applaus, die Schreie, das kriegt man auf dem Sofa einfach nicht mit. Sollte dieses Volk haben, wird NKM als nächstes Musikfestival wiederbeleben, was Musik in Ohren der Fans sein dürfte. Ohne Bienen in die Katastrophe. Bestäubende Bienen offiziell ausgestorben. Seit Jahrzehnten haben Wissenschaftler vor dem Aussterben der Bienenpopulation gewarnt. Trotz allen Warnungen hat das Global Institute für Vision Species gestern in Washington das offizielle Aussterben der Wildbienen verkündet. Nur in Gefangenschaft leben noch Exemplare. Die Bienenzahlen wurden in jüngster Zeit durch ein Bienensterben dezimiert. Bei die Arbeitsbienen verschwanden und die Stöcke ohne Nahrung zurückließen. Biologen bestätigen, dass das Bienensterben durch die übermäßige Einsatz von Pestiziden, Parasiten und Umweltverschmutzung beschleunigt wird. Die Konsequenzen dieser bestäubten Bienen offiziell ausgestorben. Die Konsequenzen dieser Katastrophe wirken sich auf Baumwollindustrie aus, die Trinkwasservorräte und vermutlich am verheerendsten die Landwirtschaft, Umweltschützerin, bla bla, hebt die, diese Nachricht hervor, ich muss den Namen merken, Kathy Linda, einer von 3 Bissen Nahrung, die wir essen, irgendwie abhängig von der Bestäubung, ist irgendwie abhängig von der Bestäubung, der resultierende Hungersnot wird weltweit Millionen Tote fordern. Na geil, Cyberland hat eine Kooperation mit der klar, dass die künstliche Bienenherstellung Pläne zur Herstellung von Roboterbienen präsentiert. Andere wiederum verfolgen eine Lösung ohne Roboter. Detroit Urban Farms zum Beispiel experimentiert seit mit
Gefangenschaft gezüchtete Bienenstämmen, aber ein Erfolg ist nicht garantiert. Alles klar. Tja, ne? Das sagen die Wissenschaftler ja heute schon. So, wir gucken nochmal woanders. Komm schon, los. Scheiße, was machen wir denn jetzt? The Barbershop. Hier kommt jetzt nichts mehr. Hier ist das Motel, was ist das? Good Food Grill, das ist zu. Scheiße. Scheißendreck. Kommt dann irgendwie was, wenn ich zu lange brauche vielleicht? Vielleicht können die mir irgendwie helfen. Wir brauchen eine Unterkunft. Wissen Sie, wo wir übernachten könnten? Geht so nie weiter, wa? Ah, ich muss es austesten, bis ich bis zum Rand komme. Okay, dort ist keine Unterkunft. Ja, Kleine, tut mir leid. Scheiße. Ich will das nicht klauen. Ich bin kein Klauschwein. Kann ich den Müll durchsuchen? Ach, hier ist der scheiß Supermarkt. Ah, oh, fuck. Komm, kehren wir um. Was jetzt? Parking, vielleicht noch ein offenes Auto. Oh. Besser than nothing, gell? Ein leerstehendes Haus. Da ist es zumindest trocken. Kara,
Mir gefällt's hier nicht. Ich weiß. Es ist ja nur für eine Nacht und niemand wird uns hier suchen. Toll. Bin ich jetzt... Haus ist vielleicht besser, gell? Als in dem scheiß Auto hier. Vielleicht sicherer. Shift. In Ordnung? Ja, ist nur ein Kratzer. Sei vorsichtig. Keine Sorge, wir sehen uns nur um. Uiuiui. Da gibt's hier scheiß Möglichkeiten. Hallo? Hallo? Wohnt hier jemand? Das ist bloß der S-Bahn. Abreißen, schauen. Schauen wir mal rein. Alice? Alice! Besucher. Rev mag Besucher nicht. Grässlich. Sie verletzt Rev. Was die Menschen dir auch angetan haben, sie hatte nichts damit zu tun. Alle Menschen sind gemein. Doch Rev lässt nicht zu, dass sie ihm wieder wehtun. Nein, nein, das werden sie nicht tun. Da, ich bin auch Android. Du brauchst keine Angst haben. Wir suchen nur einen Platz zum Schlafen. Besucher sind gefährlich. Da. Das tun sie mit Ralph. Du brauchst keine Angst zu haben. Wir wollen dir bestimmt nichts tun. Du hast mein Wort. Entschuldigt, Rev. Rev hat sich nicht immer unter Kontrolle. Manchmal lässt ihn die Angst schlimme Dinge tun. Rev hat viel durchgemacht. Er hat Angst, dass die Menschen ihn wieder fangen. Ihr könnt bleiben, wenn ihr wollt. Rev tut euch nichts. Okay.
Es ist nur für eine Nacht. Na kommt. Kommt. Kommt, na kommt. Hier lang. Rath lebt hier, seit er weggelaufen ist. Rath geht nie nach draußen. Keiner weiß, dass er hier wohnt. Manchmal kommen Obdachlose, aber Rath versteckt sich, bis sie wieder weg sind. Ja, okay. Können wir dem vertrauen? Macht es euch hier drin gemütlich. Ralph wird in das andere Zimmer gehen. Er würde gern noch bleiben. Aber er hat zu tun. Es ist nur für heute Nacht, Alice. Morgen finden wir was Besseres. Gut. Mal sehen, wo du schlafen kannst. Setz dich, ich mache ein Feuer. Uiuiui. Ui, ui. Okay, dann machen wir das mal. Okay. Ich hätte was fürs Feuer machen. Okidoki. Sammle Holz, wir brauchen noch Holz. Dann machen wir uns mal schnell warm hier. Ich gehe den Typen jetzt mal neben den Sack, der scheint ein bisschen crazy. Machen wir uns im Sicherheitsmodus, lassen wir die Kleine schlafen. Sehr gut. So, jetzt muss irgendwie ein Bett für die Kleine machen. Leg dich schlafen. Ich habe alles versucht. Es ist dürftig, aber wenigstens ist es warm. Richte dich für die Nacht ein, okay? Warum hat er mich nie geliebt? Warum war er immer wütend auf mich? Ich wollte doch nur wie die anderen Mädchen sein. Vielleicht habe ich was falsch gemacht. Vielleicht war ich nicht brav genug. Und deshalb war er immer so wütend. Ich wollte doch bloß seine Familie. Ich wollte nur, dass er mich lieb hat. Warum waren wir nie glücklich? Ich weiß es nicht, Alice. Du verlässt mich nicht, oder? Versprich, dass du nie gehst. Versprochen. Bleiben wir zusammen? Für immer? Für immer. Thank you.
Und jetzt schlaf schön. Schlaf gut, Alter, fick die Hölle. Wie viele Möglichkeiten gibt's denn hier? Ja, lecke mio. Alter. Super Walkman, da hätten wir klauen. Im Waschsalon. Kleider zurücklassen. Salon verlassen. Alter Walter. Auf dem Parkplatz? Hier hätten wir auch noch. Ja, im Supermarkt hätten wir klauen können, ne? Auf dem Parkplatz. Drahtschere, ach, Parkplatz vor. Nee, hier, ach, hier hätten wir. Verlassen, hier hätten wir im Auto wahrscheinlich schlafen können oder sowas. Ralph treffen. Überzeugen, hier hätten wir nicht überzeugen können. Scheiße. Ralph folgen. Oh, das hätte auch böse enden können. Feuer machen, Bett machen. Ne. Ah, meine Fresse. Ei. So, ne, da sind wir eigentlich fast schon am Ende. Wir gucken uns bloß nochmal den Anfang vom nächsten an und dann. Ne? Wo wir als nächstes hin? Okay. Okay. Ach Gott. Nein. Scheiße. Ja, wie es dann weitergeht, sehen wir natürlich in der nächsten Folge, wenn es wieder heißt Let's Play Detroit Become Human. Wenn es euch gefallen hat, lasst ein Like oder ein Abo da. Und wenn ihr nichts verpassen wollt, dann klickt doch aufs Glöckchen. Und ansonsten sagt der Michael Cooper, würde ich sagen, ciao.